Hallo, in diesem Video schauen wir uns den Linux Forensics Room auf TryHackMe an. Linux ist ein Betriebssystem, das eigentlich fast überall verwendet wird im Enterprise-Umfeld, vor allem aber um bestimmte Services anzubieten, zum Beispiel Webserver oder auch E-Mail-Server. Deshalb ist es ziemlich relevant, auch forensisch darauf arbeiten zu können, falls man zum Beispiel ein System von einem Unternehmen gehackt werden sollte. Deshalb werden wir in diesem Room herausfinden, was es für verschiedene Linux-Server gibt, wie man Betriebssysteminformationen herausfindet, wie man Netzwerkinformationen herausfindet, wie man herausfindet, ob Prozesse ausgeführt wurden oder immer noch laufen und wie man Logfiles analysiert. Ja. Da Linux-Server oftmals so als E-Mail-Server verwendet werden oder als Web-Server verwendet werden und damit wahrscheinlich auch im Internet hängen, können die öfter mal verwendet werden, um einen ersten Foothold in einem Unternehmen zu bekommen von Angreiferseite. Es gibt verschiedene Linux-Distributionen, zum Beispiel Ubuntu, Red Hat, Arch Linux, OpenSUSE, Linux Mint, CentOS und Debian. Auf Debian basierende sowie auf CentOS basierende Distributionen werden wahrscheinlich am häufigsten im Enterprise-Umfeld zu finden sein. Um diesen Room gut durcharbeiten zu können, sollte man auch so die Fundamentals von Linux kennen, also die Grundlagen von den Bash-Kommandos. Gut. Jetzt fangen wir mal an mit Betriebssysteminformationen und Account-Informationen, um herauszufinden, welche Version von Linux wir vorhaben, kann man die etc OS Release Datei auslesen. Um herauszufinden, welche User Accounts auf dem System existieren, kann man die etc Password Datei verwenden. Die Password Datei speichert auch die User ID und die Group ID ab, sowie eine Description, also eine Beschreibung von dem ein die sowie eine Beschreibung von dem Account, die aber optional ist, der Pfad zum Home-Verzeichnis und dann die Default Shell, die ausgeführt wird, wenn der User sich einloggt. Falls zum Beispiel eine Malware einen User erstellt, dann könnte man hier dann den neu erstellten User dann finden und sowas so dann den illegitimen User dann ausfindig machen. Falls man etwas das Kommando aus cat, also die Daten in etc Password schöner darstellen möchte, kann man dafür diesen Column Command verwenden. Dann, wenn man Informationen zu Gruppen haben möchte, kann man das hier in die etc Group Datei nachschauen. Da steht dann drin einmal die Gruppen ID, das Gruppenpasswort sowie welche Benutzer Teil dieser Gruppe sind. Temporär die Rechte zu erweitern, kann man ja einen Sudo-Befehl verwenden und das Verzeichnis, wo abgespeichert wird, wer alle Sudo-Rechte hat, ist die etc/sudoers-Datei. Und falls zum Beispiel ein User Sudo-Rechte bekommen sollte oder hat, die er nicht haben sollte, dann kann man es hier nachschauen. Um Informationen zu bekommen, wer sich als letztes eingeloggt hat oder auch ob welche Logins fehlgeschlagen sind, da gibt es diese Dateien in WarLog, also einmal dieses WTMP wie BTMP. BTMP hat die Informationen über fehlgeschlagene Logins und WTMP über Logins, die über Logins. Also und wie lang die Sessions offen waren. Wenn man wissen möchte, wer sich auf dem System authentifiziert hat, kann man die Warlog/Authlog auslesen. Gut, dann machen wir jetzt als nächstes mal diese Fragen.
Auf der Maschine gibt es einen User namens TryHackMe und wir sollen herausfinden, was die UID von diesem User ist. Dafür gehen wir mal auf die Maschine, öffnen den Terminal und lesen uns die xd-Passwort-Datei aus und können gleich nach dem Usernamen grabben und sehen, dass die UID 1001 ist. Als nächstes wollen wir herausfinden, wer Member der Gruppe Audio ist, wie wir schon vorhin gelernt haben. Gruppeninformationen sind in der etc/group-Datei und wir wollen die Gruppe Audio und deshalb grabben wir danach und sehen, dass Ubuntu und Pulse Teil dieser Gruppe sind. Als nächstes sehen wir, dass es eine Session am 16. April gab um 20:10 Uhr und wollen jetzt wissen, wie lange die Session gedauert hat. Dafür lesen wir uns die var-log wtemp-Datei aus und dafür brauchen wir einmal sudo-Rechte und dann den last-Kommando, weil diese wtemp-Datei, das ist eine Binärdatei, die wir nicht einfach so mit cat auslösen können. Und dann sehen wir hier 16. April 20:10 Uhr. Die Session hat 1 Stunde 32 Minuten gedauert. Nun gehen wir weiter mit System Configuration. Ja, es kann ja auch mal sein, dass zum Beispiel ein Angreifer oder eine Malware irgendwie Systemkonfiguration verändert, um das System vielleicht irgendwie angreifbarer zu machen. Oder es kann auch sein, dass wir jetzt zum Beispiel als Incident Response Team dazukommen und eigentlich den Host noch nicht kennen, dann können wir natürlich auch die Systemkonfiguration auslesen, um herauszufinden, um was für eine Maschine es sich hier handelt. Genau, deshalb ist es auch wichtig für einen Forensiker, dass wir diese Commands wissen. Der Hostname kriegen wir heraus, indem wir die Datei etc/hostname auslesen. Die Zeitzone kriegen wir heraus, wenn wir etc/timezone herauslesen. Zeitzone ist ziemlich wichtig, denn wenn wir zum Beispiel jetzt Chronologie von einem Angriff nachvollziehen möchten, dann ist es wichtig, in welcher Zeitzone wir sind, damit wir das auch richtig einordnen. Zum Beispiel, wenn ein Angriff in mehreren Ländern war, wir haben zum Beispiel ein internationales Unternehmen und das Unternehmen ist aktiv in mehreren Ländern mit verschiedenen Zeitzonen und wir wollen die Chronologie jetzt wiederherstellen. Da ist es wichtig, dass wir die Zeitzonen mit einberechnen, damit wir die richtige Reihenfolge herausfinden. Netzwerkkonfigurationen können auch interessant sein und die kriegen wir dann heraus, die stehen dann in der Datei EC Network Interfaces. Man kann aber auch den IP-Befehl benutzen, falls der auf der Maschine installiert ist. Falls nicht, dann lieber die Datei auslesen. Man sollte in einem potenziell komprimierten System nichts mehr verändern. Aktive Netzwerkverbindungen, wenn wir zum Beispiel jemanden auf frische Tat ertappen möchten, dann kann es interessant sein, wenn die Malware Command and Control Traffic macht oder wenn zum Beispiel eine Reverse Shell oder sowas offen ist. Dann sollten wir auch natürlich die aktivierten Netzwerkverbindungen auschecken und das schaffen wir mit Netstat. Dann, welche Prozesse gerade laufen. Wenn eine Malware auf dem System läuft, dann werden wir das höchstwahrscheinlich in der Prozessliste herausfinden. Das wird nicht zu 100% immer klappen, weil es kann sein, dass die Malware sich irgendwie tarnt und wir die dann nicht dort finden. Dennoch sollten wir uns trotzdem die laufenden Prozesse anzeigen lassen. DNS-Informationen können auch interessant sein. Die sind dann entweder in der etc/host-Datei drin. Wenn zum Beispiel kann es sein, dass da irgendwelche Domainnamen zu finden sind zu irgendwelchen C2-Hosts. Und die resolve-conf-Datei, die wird dann verwendet, um herauszufinden, welche DNS-Server das System verwendet. Da könnte zum Beispiel eine Malware oder ein Angreifer zusätzlich einen DNS-Server eintragen, um seine eigenen Command-and-Control-Domains aufzulösen. Gut, dann kommen wir auch zu den ganzen Fragen.
Als erstes mal, was ist der Hostname von der VM? Da können wir selbstverständlich diese etc/hostname-Datei auslösen oder wir verwenden das Kommando Hostname. Beides funktioniert und wird uns den Hostname geben. Dann möchten wir herausfinden, was die Zeitzone ist. Und das können wir auch wieder durch das Auslösen von Timezone bewerkstelligen. Dann schauen wir uns mal an, welches Programm auf Port 591 läuft. Ich kopiere mir das mal. Und muss das auch hier einfügen. Dann das kriegen wir über die Netzwerkinformation und da hatten wir den Netzwerkkommando gelernt mit NATP und grabben dann nach dieser IP und dem Port und sehen, dass Xtiger VNC dort läuft. Jetzt möchten wir den Pfad zu diesem Programm finden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es jetzt mal über die Prozessliste, wenn er dort, denn mit PS sieht man ja den Prozess und auch das Kommando, mit dem mit diesem Programm ausgeführt wurde. Und in diesem Kommando kann es sein, dass auch der Pfad dann direkt angegeben ist. Und deshalb mache ich mal hier PS AUX, grab nach diesem Programm und sehen hier die Kommandozeile. Hier das Kommando, mit dem das Programm ausgeführt wurde und damit sehen wir auch direkt den Pfad zu dem Programm. Gut, dann die letzte Aufgabe, die könnt ihr dann machen, also dass man da auf Netset und mit PS die entsprechenden Parameter mal nachvollzieht. Dann kommen wir zu den Persistenzmechanismen. Persistenzmechanismen sind sehr wichtig von der Malware, denn die möchte ja, wenn das System gerebootet wird oder sag mal, oder die Malware irgendwie anders beendet wird, zum Beispiel indem sie abstürzt, dass sie dann wieder ausgeführt wird. Und auf Linux-Maschinen gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie das bewerkstelligt werden kann. Zum Beispiel einmal über die Cronjobs. Cronjobs sind Mechanismen auf einem Linux-System, mit dem man in einem bestimmten Zeitintervall immer wieder ein bestimmtes Kommando ausführen lassen kann. Die cronjobs werden hier in dieser etc/crontab-Datei gespeichert und die haben eine bestimmte Syntax. Zum einen gibt man an, wann immer dieser Befehl ausgeführt werden soll und wie ihr hier seht, hier wird es dann nochmal beschrieben, wie sich das aufbaut. Und dann als welcher User und welches Kommando da ausgeführt werden soll. Dann Service Startup. Es kann auch sein, dass die Malware sich als Service registriert. Falls das so sein sollte, dann wird es wahrscheinlich in der etc/init-Datei, dann wird die Malware in der etc/init-Datei sein. Und wenn wir jetzt dieses Verzeichnis auflisten, dann sehen wir alle Services. Und wenn sich die Malware das Persistenzmechanismus Service ausgesucht hat, dann wird sie wahrscheinlich auch hier sein. Eine andere Möglichkeit ist die BashRC-Datei. Die wird ja immer wieder ausgeführt, wenn sich dieser User einloggt. Sprich, ist auch ein ziemlich gutes Persistenzmechanismus. Und da kann man jetzt sich die eigene BashRC-Datei ausgeben lassen. Oder man schaut in die globalen Einstellungen und die globalen BashRC-Dateien sind einmal hier. Und die globale Profile-Datei wäre hier. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Frage. Und zwar in der BashRC-Datei ist auch die History File Size angegeben. Und man möchte jetzt wissen, was die History File Size für unsere Konfiguration ist. Dann können wir uns einfach mit less mal unsere eigene BashRC-Datei auslesen lassen und das sehen wir auch gleich. Die History File Size ist 2000. Gut, dann kommen wir zu dem Beweis, dass
ein bestimmtes Kommando oder ein bestimmtes Programm ausgeführt wurde. Wenn wir herausfinden möchten, welche Sudo-Befehle ausgeführt wurden, also welche Befehle mit Sudo ausgeführt werden wurden, können wir das in der Authlog-Datei nachschauen und dann nach Command grabben. Command seht ihr hier. Und dann sieht man, welcher Befehl mit Sudo ausgeführt wurde. Die Bash-History, jeder User hat auch eine Bash-History, außer die wurde deaktiviert. Dort kann man auch natürlich interessante Informationen herausfinden. Und die ist in jedem, jeder User hat es in seinem Home-Verzeichnis und die heißt .bash-History. Wenn man herausfinden möchte, welche Dateien mit Vim aufgerufen wurden, kann man es in dieser .vim-info-Datei nachschauen, die im Home-Verzeichnis des Users ist. Gut, dann sollen wir jetzt heraussenden, dass, also der TryHackMe-User hat anscheinend was installiert mit apt-get und wir möchten jetzt herausfinden, was er installiert hat. Das können wir, also der User TryHackMe, der ist ja kein Root-User, sprich, der wird jetzt wahrscheinlich sudo benutzt haben, um sich temporär Root-Rechte zu geben und um etwas zu installieren. Das heißt, wir können jetzt in der Offlog-Datei nachschauen, welcher Sudo-Befehl ausgeführt wurde. Wir können hier var log Offlog Stern, weil wir alle nachschauen möchten. Und dann tun wir nach dem Command suchen und grabben wieder nach apt-get und geben uns das mal aus. Hat nicht funktioniert. Dann geben wir uns das. Dann geben wir uns das jetzt mal aus. Und zum Glück ist es jetzt nicht so viel. Aber wir sehen hier einmal apt-get install Apache 2 und das ist vom TryHackMe-User, sprich er hat hier Apache 2 installiert. Dann kopieren wir uns den Befehl mal, weil das ist, was er wissen möchte. Am Anfang natürlich sudo, weil er natürlich auch sudo ausgeführt hat. Gut. Dann möchten wir wissen, aus welchem Working Directory er NetTools installiert hat, also der Ubuntu-User. Da können wir jetzt uns die Bash-History mal durchlesen. Und so, dann müssen wir mal gucken, wo er NetTools installiert und das ist hier. Jetzt schauen wir mal davor an, ob er da jemals sein Working Directory gewechselt hat mit CD oder ähnlichem. Und das scheint nicht der Fall zu sein, sprich er wird das aus seinem eigenen Home Directory ausgeführt haben, weil das ist ja, wo man eingeloggt wird, wenn man das erste Mal, wenn man sich einloggt. Das ist dann das Working Directory, nachdem man sich eingeloggt hat. Dann Logfiles. Logfiles können natürlich auch ziemlich viel Informationen beinhalten, zum Beispiel was passiert ist. Gut, wenn man jetzt Systemaktivität wissen möchte, dann wird man sich die syslog-Datei anschauen und die befindet sich unter varlog. Die meisten Log-Dateien, die befinden sich alle unter varlog. Da die relativ lang sein kann und vielleicht will man nur den Anfang haben, dann kann man zum Beispiel das head-Kommando benutzen, den Befehl dort reinpipen. Oder auch tail, wenn man nur das Ende haben will, oder less, wenn man so pagination haben möchte. Dann die Authlog-Datei, die haben wir ja schon gesehen, da sind dann die Leute, die sich da eingeloggt haben. Und dann Third-Party-Logs, das heißt einfach Logs von anderen Programmen, da wie zum Beispiel Apache, also den Webserver. Wenn man zum Beispiel einen Angriff hat, den Webserver oder die Web-App ausgenutzt, um den Server zu hacken, dann kann man sich zum Beispiel anschauen, kann man sich die Apache 2 Access Logs mal anschauen und mal gucken, welche URLs der aufgerufen hat und kann dadurch vielleicht herausfinden, wie er die Web App exploitet hat.
Die Apache 2-Logs werden dann zum Beispiel unter Varlog und dann Apache 2. Also die sind meistens sehr selbstverständlich. Und wenn man das nicht weiß, dann muss man sich halt die Dokumentation mal durchlesen. Gut, dann sehen wir, dass die Maschine hier früher einen anderen Hostnamen hatte und der anscheinend geändert wurde und den früheren Hostnamen sollten wir jetzt herausfinden. Da können wir jetzt so vorgehen, dass wir uns mal die Syslogs anschauen, weil das ist ein System-Event. Und in den Syslogs wird auch der Hostname immer mit dokumentiert und dann schauen wir uns den Hostnamen mal an. Und grabben nach Hostname. Und zum Glück sind es jetzt wieder nicht so viele Einträge. Und genau. Und dann haben wir hier diesen Event. Und da steht Hostname change from none to try hack me. Sprich, der frühere Hostname war wahrscheinlich try hack me. Damit kommen wir auch zum Ende von dem Room. Was ich ganz cool finde an dem Room ist, dass da noch so ein Cheat Sheet dabei ist. Also den könnt ihr euch direkt mal downloaden und dann irgendwann mal abspeichern. Es gibt natürlich auch andere Cheat Sheets im Internet. Einfach danach suchen und dann könnt ihr die gerne auch mal anschauen. Gut, und damit kommen wir auch zum Ende von diesem Video.